Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Pokémon Stadium. Beim letzten Mal hatten wir abrupt abgebrochen, da wir genau wussten, dass wir versagt haben. Wir machen Pyro, den Arenaleiter von Sinnoboy-Insel. Wollte ich den Port nicht löschen? Ach, egal. Wenn ihr in nächster Zeit einen Part findet, beim vorigen Mal, der abrupt abgebrochen hat, weil der nur 10 Minuten ging, bitte ich euch, das zu entschuldigen. Denn das war nämlich mein Rage-Quit-Part. Weil ich verloren habe, ohne es zu wollen. So, wir wollen auch Feuer-Pokémon besiegen. Aber wir nehmen vor allem Kekle. Hoffen wir mal, dass wir das genauso schaffen, wie wir es wollen. Ist das überhaupt richtig? Ach, egal. Wir werden es einfach mal versuchen, genauso wie wir schon beim vorigen Mal versucht haben. Beim letzten Mal den Dings. Und? So, damit müssen wir klappen. Der erste Widersacher mit Ritter Fell. Er sollte mit Leichtigkeit zu besiegen sein. Ich wusste es! Ich wusste es! Los, lass mich schneller sein! Ja! Ah! Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt! Oh shit! Ey, der verliert! Sich jetzt ist es aber ganz sicher, er verliert. Ein sehr rasanter Kampf. So. Down mit dir. Geht ab. Der Treffer hat kaum Schaden. Nein. So sieht es aus. Ach, Kacke. Nein. Beide. Nein. Ey, ich hab Volltreffer überlebt. Allein, dass sowas möglich ist, schließt auf eine gute... Was passiert jetzt? Verscheißekung! Verteidigung von Nidoking hin. Selbst, dass er mit 5 KP ein Giftstarre... Wow, volle Kanne auf die 12. ...mit einem Volltreffer überlebt. Ohne Scheiß. Wer hat das erfunden? Welches Pokémon ist nun deswegen habe ich mir irgendwann mal Nidoking trainiert. Und Warcraemon genannt. Es muss jetzt einiges wettmachen. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? So, jetzt machen wir es aber zu Ende. Ein Sternschauer. Und das war's. So, weiter geht's. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Für ja, wäre eigentlich mein Nidoking. Beide Seiten haben zwei gewesen. Pokémon übrig. Die Pokémon schenken sich nicht. Es steigert seine Ausweichkraft. Mal sehen, was das kann. Es pumpt sich auf. Dir nützt keine erhöhte Volltrefferquote, was? Wenn du keine Attacke hast, die mich aus dem Doppelteam herauskämpft, treffen kann. Oh shit. Oh shit! Hier ist der andere. Ah. Touché, mein Freund. Touché. Der weiß, wie man kämpft. Kacke. Was geht ab? Ein böser Treffer. Das wird wehtun. Wie kommt denn das? Leider dann nicht. Sie schenken sich wirklich nicht.
Flieh! Es steigt wieder empor. Man muss mit limitierten Attacken rechnen, wenn man immer mit Leih-Pokémon kämpft. So sieht es aus. Ach, schon wieder daneben. Man muss einfach das Beste draus machen. Der Arena-Fight geht weiter. Und ich finde, das schaffen wir hier jetzt auch ziemlich gut. Meint er nicht auch? Wumm. Ein kraftvoller Angriff. Dampfhammer. Offen. Shit. Es hat sich Sparker geschlagen. Der ist auf Nummer sicher gegangen. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Kack. Ring frei für Snobilica. Nun heißt es ein Pokémon gegen zwei. Miau. Weiter. Ich kann das aber auch. Ich zeige es dir. Miau. Harter Treffer. Schade, es geht doch zu Boden. Das war eine riesen Hamsterratte. Ich glaube, Radikal ist eigentlich eine Hamsterratte. Ring frei für Mashok. Beide Seiten da haben nur noch ein tun. Pokémon übrig. Nun halt nein. Alles oder das geht nicht. Nicht. Oder? Geht das? Es sammelt geduldig Kräfte. Es pumpt sich auf. Wenn es das überlebt, doch. Der Kampf wird ich hoffe einfach mal das Beste. Es sammelt weiterhin Kräfte. Oh oh oh. Vom Überroller überrollt. Das hat gebrettert. Nein. Nein. K.O. Das hat nicht gerade lang gedauert. Wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder! Wieder gegen Karateka! Mit einem abgeänderten Team und zwei Exemplare. So, wenn wir das jetzt nicht schaffen, weiß ich auch nicht weiter. Verwende auf jeden Fall wieder das. Und dieses Mal verwenden wir das. Der erste Widersacher mit Ritterfell. Er sollte mit Leichtigkeit zu besiegen sein. Das schaffen wir. Der macht sowieso einen Energiefokus. Es pumpt sich auf. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Einmal einen Doppelkick rinhauen. Doppelkick. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon. Jo. Ein sehr rasanter Kampf. Das schaffst du. Ein kraftvoller Angriff! Beinhart! Oh, wie die das machen, ist asozial! Wow! So sieht es wow. Aus. Perfekter Treffer! Boah, allein ein Kick hat schon fast über den fast der Hälfte weggemacht. Das ist interessant. Hallo Machomai! Es muss jetzt einiges wettmachen. Schaffte. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Einmal in die Abheben reinhauen. Da ist es zumindest ein bisschen geschwächt. Was geht ab? Das war ein Wunderpunkt. Aber ich brauche nicht mal Energiefokus. Damit verschwendet ihr eure Zeit echt jetzt. Sie schenken sich wirklich nichts. Ich gehe auf Nummer sicher. Erdbeben. Da gehe ich auf Nummer sicher. Ein guter Treffer. Im Fall der Fälle. Und das war's. Ihr wisst ja, wie das vorhin war. Nur deswegen habe ich auch verloren. Die Pokémon auf Nidoking hat zwei Attacken überlebt. Allerdings könnte ich jetzt ein Problem haben. Ring frei für Mashok. Das Problem hat sich gerade erledigt. Aber ein Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Und troff. Ein harter Treffer. Dampfhammer. Ach, das könnte die nächste Attacke überleben. Das ist kacke. Es pumpt sich auf. Der Kampf wird immer intensiver.
Und... Wie kommt denn das? Das hat gesetzt. Ja! Doch, doch nicht überlegt. Das war der Kampf ins Vorbei! Oh, ich liebe diesen Sprecher. Der hat so viel Enthusiasmus. Hier fing es schon an, problematisch zu werden. Wie mache ich dich? Der hat Kampf und Psycho. Quabo war ein Kampf- und Wasser-Pokémon. Eigentlich hätte ich hier auch ein Psycho-Pokémon mitschleppen sollen. Aua. Wir versuchen mal mit dem. Heuer hat ja keine Chance, denke ich. Aber gegen den haben wir beim letzten Mal verloren. Vorgeht, sollte er mühelos gewinnen. Joa, ich hoffe es. La Muschi. Nicht schlecht. Könnte besser sein, aber es ist schon mal ein guter Anfang. Wie wird der Trainer reagieren? Ein schockschwere Note! Das war ein Cringe! Ich reagiere in dem Fall cringy. Was passiert jetzt? Eine sehr effektive Attacke. Das waren aber zwei Treffer gewesen. Oh, oh. Psychokinese. Ein Spitzentreffer. Ja. Sie schenken sich wirklich nichts. Ja. Donnerblick. Das hat gebrettert. Jetzt kommt's. Und das jetzt wollte ich auch nicht mehr. Und X-Augen. Dankeschön. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Mal sehen, wie das noch wird. Mista! Ringfrei für Starmie! Starmie! Es muss jetzt einiges wettmachen! Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Schrei! Ein schrecklicher Kreideschrei! Seine Verteidigung ist gefallen! Sternschauer! Das kann schieflaufen, wisst ihr das? Aber er hat es geschafft. Es ist am Boden. Gut gemacht, da haben wir so viele Katzen getötet. Jetzt muss ich mir einen Hund anschaffen. Welches Pokémon wird die Arena besuchen? So, was könnte ins nächstes kommen? Von den beiden. Shinkarados mit seiner Wasserresistenz. Ringfrei für Garados. Beide Seiten so. Haben zwei Pokémon übrig. Die Pokémon schenken sich nicht. Bodycheck. Nein! Donner! Nein, das sieht gar nicht gut aus. Das war's. Das hat mich gerade lang gedauert. Scheiße, ich hab vergessen, dass Starmie Donner lernen kann. Ein Pokémon ist übrig. Und dann kannst du auch Psycho-Attacken. Heißt es, ein Pokémon gegen zwei. Der Kampf geht weiter. Was ist das? Das war eine Schwachstelle. Hypnose. Nein, es ist eingeschlafen. Es kann schlafen. Ein Schlafen der Gegner macht den Kampf ganz einseitig. Los, schlaf weiter. Es schläft tief und fest. Jetzt habe ich gute Chancen. Wie kommt denn das? Rums, eine volle Breitseite.
Oh, das schaffe ich jetzt. Der Kampf wird immer intensiver. Los, wach auf. Es kann sich immer noch nicht bewegen. Nee, eben nicht. Da wirst du im Schlaf gepritzelt. Perfekter Treffer. Oh, ist das Ende. So. Beide Trainer haben nur jetzt wird's knapp. Garados hat versagt. Ringfrei für Quappu. Wie würden das beide jetzt werden? Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Nun heißt es alles oder nichts. Was geht ab? Los, 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 los. Es ist wieder eingeschlafen. Ja. Nein! Das ist illegal! Das ist illegal! Zum Glück ist das nicht. Was passiert jetzt? Zum Glück ist das in neuesten Generationen etwas angepasst worden. Sowas wie das hier. Scheiße. Nein! Nein! Ein guter Treffer! Sie schenken sich wirklich nichts! Oh, ich will nicht. Was nun? Ich will nicht verlieren. Ich habe verloren. Nein, schieß daneben. Ich habe so. Ey. Ich glaub's nicht. Ich hab so einen Arsch. Schlaf. Nein. Er soll schlafen. Es hat die Backe geschlagen. Wir melden uns gleich wieder, wenn wir wieder da sind. Da bin ich wieder. Und dieses Mal habe ich mich von den KTK wieder vorgekämpft bis hin zum Psycho. So, jetzt werden wir so weitermachen, wie wir es bisher auch schon gemacht haben. Ich würde aber sagen, wir nehmen das und das. Das sind Snubbilicat und Gengar, weil Gengar war klasse. Das ist ein Hypnose-Fuzzi. Hypnose-Experte. So, jetzt haben wir's. Und Arcani würde da vielleicht bei Starmie auch keine gute Figur machen. Bei Quappu vielleicht, aber bei Lamus auch nicht. Aber Nidoking würde bei beidem auch keine gute Figur machen. Kekle würde eventuell bei Quappu was ausrichten können, aber nicht bei Lamus. Mein Team ist scheiße. Garados hat gegen Starmie versagt. Garados. Was machen wir jetzt? Wir können einfach nicht. Ach, wir versuchen es einfach. Die Init muss bei uns mitspielen. Wenn der Herausforderer nicht zu unbestimmt vorgeht, sollte er mühelos gewinnen. Da schmeiße ich mal einen Donnerblitz an. Und pritzle das Vieh! Ein wirklich kurioser Blitzstart! Passt! Viel besser als vorhin! Wie wird der Trainer jetzt habe ich eine gute Chance zu gewinnen! Dampfhammer! Jetzt habe ich eine gute Chance zu gewinnen ohne Probleme! Ein sehr rasanter Kampf! Frisch gekillt! Donnerblitz! Perfekter Treffer! Gerade mal zwei Treffer und statt. Das war's. Drei. Puff. So, da hat nämlich. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Das Ding noch gegen das zweite Pokémon noch eine Chance, was auszurichten. Ringfrei für Hypno! Hypno? Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Was kann ich denn Hypno? Das hat man schon bei Sabrina als Problem. Pokémon. Oh nein. Vom Überroller überrollt. Eine sehr effektive Attacke. Shit. Es hat überlebt.
Und das hat dann noch einen Überroller. Der Kampf wird immer monotoner. Jetzt legen wir es drauf an. Los, noch mehr Kart. Das hat gesetzt. Oh, gerade noch so. Hey, was für das denn? Es schlägt sich selbst K.O. Welches Pokémon wird das denn? Jetzt kommt's! Nidoking! Ringfrei für Nidoking! Okay, Nidoking, mein Freund. Wir haben schon so viel durch. Und trotzdem machen wir zur Sicherheit kein Doppelkick. Wir machen ein Erdbeben! Wir wissen nie, was als nächstes kommt. Erdbeben! Ja, weg mit dir, Hypno! Das macht er nur noch ein Pokémon. Jetzt stehen unsere Chancen gut zu gewinnen. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Finger gekratzt. Ist Poquab. Hallo Poquab. Oder Quabarsch. Quabarsch. Der Kampf geht weiter. Du kannst Wasserattacken überstehen, Nidoking. Was geht ab? Verlass ich mich auf dich. Guter Treffer! Oh, Scheiße, das hat so eine hohe Verteidigung. Oh nein, die Hydro-Pumpe! Wow, Hydro-Pumpe! Genau auf die Schwachstelle! Oh, es lebt immer noch. Sie schenken sich wirklich nichts! Ich versuch's! Risiko-Tackle! Und Bohrer! Autsch! Ja! Gott! Get rid of this thing! Der Kampf ist vorbei! Ich hatte bisher nur Glück mit Hornbohrer. Das zweite Mal schon! So, was haben wir jetzt hier? Streber. Streber hat Elektro, Normalgestein, Pflanze, Psycho, Gift und dann nehme ich auf jeden Fall das mit, dann das. Und für jeden Fall, dass Coco beikommt. Ich habe meine Wahl getroffen. Der dritte und vorletzte Trainer betritt den Ring. Nach diesem Kampf das war eine schwere Geburt. Okay. Jetzt kriege ich einen Relaxo. Relaxo ist mir bekannt als einer der asozialsten und hartnäckigsten Pokémon, die sind. Mitten ins Schwarze. Außer man hat einen Volltreffer. Dann geht das natürlich. Oh nein! Das war das große Finale! Das hat gesetzt! Überlebe! Boah, auf die Bretter! Unglaublich! Beide gehen zu Boden! Ein Doppelkampf! Das war irgendwie sinnlos. Welch furioser Blitzstart! Toll, jetzt weiß ich aber auch nicht, wen er bringen könnte. Sicherheit geht vor. Snobilikat. Ringfrei für Snobilikat. Und dafür wollte ich Nidoking verwenden. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Ein schrecklicher Kreidestreit! Seine Verteidigung ist gefallen! Oh nein! Wow, es ist explodiert! Dampfhammer! Tot! Alter! Unglaublich! Beide gehen zu Boden! Ein Doppel-K.O. Unglaublich! Was für ein Kampf! Ja! Jetzt hat er allerdings einen Nachteil! Ringfrei für Alkani! Sollte der Dings einsetzen, müsste ich ihn. Ringfrei
Oh nein, jetzt läuft alles schief. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon. Oder? Nun heißt es alles oder nichts. Aus. Was geht ab? Ein Spitzentreffer. Tatsächlich Eis. Nein, die Schnapper. So sieht es aus. Perfekter Treffer. Oh, Scheiße. Ein sehr rasanter Kampf. Die Attacke dauert weiter an. Ein kraftvoller Angriff. Alter, was ist das für eine fiese Strategie? Sie schenken sich wirklich nichts. Mach's fertig! Nicht verfehlen! Ich bin stolz auf dich! Das hast du gut gemacht, Arcani! Tja, so ganz geklappt hat es aber doch nicht, ja? Der Kampf ist vorbei! Alter! Zweimal explodiert und einmal zugeschnappt. Wie so eine Falle. Aber wir haben es geschafft. Nach einer überlangen Überstunde sind wir endlich bei Pyro. Und der Feuer-Pokémon, abgesehen von Glurak, das ist ein Flug-Pokémon. Deswegen werden wir den nehmen und den nehmen. So, was nehmen wir uns aber als drittes mit? Wir bemerken werden Pixie. Pixies Normal-Pokémon. Vielleicht sollten wir Kickle jetzt Reserve nehmen. Wir kommen zu einem brandheißen Duell. Pyro, der feurige Arena-Leiter der Sinnoh-Insel, brennt bereits darauf, den Herausforderer mit seinem Feuer-Pokémon einzuheizen. Woher wusste ich, dass das kommt? Jetzt wird auf Feld. Ein Pokémon-Wechsel. Dieses Pokémon war scheinbar nicht die optimale Wahl. Ring frei für Gangama! Alter! Autsch, Hornbohrer! Es ist nicht passiert! Beide sind sehr vorsichtig! Was nicht passiert ist, ist eine Scheiß-Aussage! So sieht es aus! Wenn es sagt, es ist nicht passiert, dann wird auch in den folgenden Kämpfen nicht passieren. Deswegen werden wir es reinhauen! Hier ist der Angriff. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Ein sehr rasanter Kampf. Kann ich immer noch dagegen kontern, wenn er nochmal Erdbeben macht? Der Trainer wechselt das Pokémon. Ring frei für Garados. Genau deswegen. Es ist nämlich ein Flug-Pokémon. Das darf nicht passieren. Was passiert jetzt? Sie verfehlt. Die Genüge. Mit dieser Wechsel den Kampf beeinflusst. Gut, es hat gesagt, daneben. Oh nein! Richtig wild. Donnerblick. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Oh, ein Glück, dass es keinen Step-Bonus hat. Ein kraftvoller Angriff. Die Attacke ging dann nicht. Sie schenken sich wirklich. Da brauche ich mal so eine richtig starke Attacke und dann vergeigt es das einfach. Ein harter Treffer. Ich hasse es. Genau auf die Schwachstelle. Und das war's. Skardos. Warum habe ich das überhaupt genommen? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Ich war so überzeugt von seinem Elementarvorteil. Ring frei für Kickly. Nun kämpfen zwei Pokémon dagegen ausrichten. Hä? Hä? Ein Pokémon wechselt den an. Flug-Pokémon, na toll. Konter! Leider daneben. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Ich verliere. Ein weiterer Pokémon. Was zum Henker? Ring frei für Pixie. Ich verstehe seine Strategie nicht. Es pumpt sich auf. Ich verstehe aber meine.
Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Turmkick! Jetzt! Turmkick! Sie verfehlt! Oh nein, ich bin die Fresse auf die Fresse geflogen! Es ist Donnerwelle 1! Oh, es ist paralysiert! Die Fresse geflogen! Es wird immer intensiv! Wenn sie mich daneben hält. Oh, ein Pokémon-Wechsel steht an! Wenn man nämlich auf die Fresse fliegt, dann hat man das verhauen. Ich frage mich, was er macht. Was geht ab? Mitten ins Schwarze! Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Es steigt in den Himmel empor. Jetzt muss ich mal gucken. Was nun? Oh! Wenn ich Pech habe. Ein sehr rasanter Kampf. Und kann ich diese physische Konterattacke nicht verwenden? Es beginnt den Luftangriff. Perfekter Treffer. Nein! Alter! Hier die Antwort. Warum kann ich nicht? Sie schenken sich wirklich nicht. Alter! Das ist viel zu hart. Das Feuer ist zu heiß! Die Pokémon auf der Reservebank werden immer. Und ich habe immer noch Nidoking. Die Reservebank ist hier! Jetzt heißt es ein Pokémon. Das ist blöd, der Kampf ist nun sehr einseitig. Das kann Erdbeben! Erdbeben! Das ist schneller als ich, das kann erbeben. Das kann nicht wahr sein. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Alter, der hat mich fertig gemacht wie sonst kein anderer. Das ist krank. Oh, das ist krank. Sehr krank. Dafür habe ich diese drei mein Training umsonst. Ich denke, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich muss mal nachdenken, wie man diese am besten fertig machen kann, ohne auf dieses Team verzichten zu müssen. Also bis zum nächsten Mal und bis bald.